Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Let's Play-Folge Arc Age. Ja, wir haben bis jetzt hier noch so gut wie gar nichts auf dem in der Spielewelt von Arc Age gezeigt. Aber ich dachte mir mal, wir spielen auch dieses Mal an, beziehungsweise wir spielen es gar nicht an, sondern wir beantworten Fragen, wo man hier was findet, beziehungsweise wo man was craften kann. Also seid gespannt. In der heutigen Folge zeige ich euch, wo ihr Anja-Steine bzw. wo ihr Anja-Steine abbauen könnt und diese dann zu Anja-Ingots verarbeiten könnt. Also seid gespannt und bleibt dran. So, da wären wir nun. Ganz wichtig nochmal zu erwähnen ist, wir spielen hier das normale Arc Age, also nicht die Unchained-Version. Diese hier ist free to play, also für jeden spielbar, muss aber allerdings mit Echtgeld Gegenständen klarkommen. Das heißt, wenn ihr kosmetische oder auch nützliche Items haben wollt, müsst ihr dafür halt Geld bezahlen, extra ausgeben. Diese Mikrotransaktionen, wie ihr es von anderen Spielen her auch kennt. Das eigentliche Spielen und Gameplay ist aber kostenfrei. So, also, wir befinden uns hier, wie ihr so schön sehen könnt, auf der Halbinsel Solsried. Und um euch die besagten Anja-Steine oder Anja-Kristalle abbauen zu können, müsst ihr auf euer Buch der Teleportation gehen und auf reguläre Orte und dort findet ihr, falls ihr natürlich nur das bis jetzt bereist habt, also ihr müsst diesen Ort auch schon bereist haben, ansonsten könnt ihr natürlich dort nicht hin teleportieren, würdet ihr hier auf den Regionname Exeloch und Serpentis gehen und den dort einfach mal mit einem Weltentor öffnen. Das kostet jetzt in dem Falle 3 Jenseitssteine. Jenseitssteine sind halt die Steine, die ihr braucht, um euer Weltentor öffnen zu können. Wollt ihr auf dem gleichen Kontinent bereisen, braucht ihr nur ein Jenseitsstein und auf einen anderen Kontinent benötigt ihr 3. Deshalb, wenn ihr Aufträge erledigen habt, probiert ihr immer auf denselben Kontinenten erstmal alle abzuarbeiten, nicht dass ihr die ganze Zeit hin und her reist und unnötig Steine verballert. So, jetzt sind wir hier. Sehr starke Monster gibt es hier. Level 52. Also wenn man ein gewisses Level schon mal erreicht hat, dann jucken die einen nicht mehr. Aber gerade wenn ihr noch ein etwas niedrigeres Level habt, müsst ihr euch hier ein bisschen vorsehen. Wir finden hier einmal zur rechten schmale Gänge. Dort könnt ihr Anja Kiesel finden. Oder Anja Adern besser gesagt. Wo ihr dann Anja Kiesel rausbekommt. So sieht so eine Anja-Ader aus. Die könnt ihr dann abbauen. Und diese kostet aber, ich glaube, nagelt mich nicht fest, 45 Arbeit müsst ihr investieren, um so eine Anja-Ader abzubauen. Ich brauche jetzt nur noch 40, weil ich den Skill Bergbau schon ein bisschen höher habe. Aber ich glaube, ansonsten kostet es 45 Punkte. Arbeiterpunkte. So. Und dann könnt ihr natürlich schon sehen, so sehen später diese Anja-Kiesel hier aus. Jetzt haben wir halt 4 Stück abgefarmt. Das wäre halt die eine Möglichkeit, um an Anja zu kommen, mit nicht ganz so viel Arbeit ausgeben zu müssen. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die zeige ich euch jetzt. So, davon gehen wir hier aus, dass wir hier an dem Startpunkt wieder sind, wo wir halt auch hergeportet sind. Und dann kann man einmal zur rechten oder zur linken hingehen. Wir entscheiden uns jetzt mal, wie wir gerade rechts waren, würde ich sagen, gehen wir mal jetzt links lang. Ne? So. Das ist aber irgendwie hier, genau. Hier können wir durch. Man könnte auch noch den anderen Weg gehen. Der geht dann hier oben quasi gesehen durch die Mitte und dann dahin zu gelangen. Aber wir gehen jetzt mal hier durch. Hier gleiten wir mal schön rüber, soweit wie das möglich ist. Hier ist auch schon ein anderer Mitspieler, der abwesend ist.
So, und hier haben wir diese sogenannte solide Felswand. Ihr müsst jetzt sehr viel Arbeit investieren, um diese abzuhacken. Ich werde euch das jetzt einmal hier in einem Schnellraffer vorführen und dann, damit wir einfach mal sehen, was dahinter steckt. Ja? So, nun 2000 Arbeitspunkte später, wie ihr unschwer erkennen könnt hier. Ich glaube, wir sind irgendwie was mit 4800 oder so gestartet. Und jetzt haben wir gut 2000 Arbeitspunkte investiert, um diese Steinwand aufzukloppen. Und es hat auch, wenn ich so auf die Uhr gucke, auch ungefähr eine Stunde gedauert. Ist halt ein mühsamer Prozess, aber dafür werdet ihr reichlich belohnt. Und zwar gibt es hier ganz viele Anja-Adern. Und diese Anja-Adern bringen auch ein bisschen mehr Anja-Kiesel als die draußen. Wenn wir jetzt hier gucken, kriegen wir drei Anja-Kiesel und drei Rohsteine. Bauen wir mal noch eine andere ab. Und da haben wir jetzt 5 Anja-Kiesel zum Beispiel. So, und da wir hier jetzt schon mal drin sind, werden wir auch alles abluten. Hier gibt es auch reichlich Kupfer, Silber, was hier draußen halt immer nur als normale Gesteine findet und durch Zufall halt mal Kupfer oder Silber droppen könnt. Durch besondere Adern. Und hier könnt ihr halt gleich eine Kupferader auch so finden. Gut, es ist natürlich jedem überlassen, ob er bereit ist, 2000 Arbeitspunkte hierfür auszugeben und ob er diesen Zeitaufwand investieren will. Aber ich finde, er lohnt sich schon und vor allen Dingen, wenn ihr im Team arbeitet und vielleicht eine kleine Gilde oder eine kleine Familie seid hier aus 4, 5 Leuten und ihr zusammen das hier abhackt bzw. die Wand einkloppt, dann geht das ja auch alles wesentlich schneller. So, also noch einmal, um zusammenfassend festzuhalten. Ihr findet die Anja-Adern auf dem Kontinent Auroria in der Regionname Exeloch und das sind die Serpentins. Und noch um eine Sache klarzustellen, bevor ich überhaupt hier auf den Weg her macht und hier die dicke Kohle wittert. Ihr müsst im... Wo waren denn diese jetzt hier? Ihr müsst in Skills müsst ihr im Fertigkeit, ihr müsst im Bergbaulevel mindestens 50.000 Punkte erreicht haben, um überhaupt diese besagten Anja-Adern abbauen zu können. Ja, also wenn ihr da noch keine 50.000 Punkte erreicht habt, dann bringt euch auch nichts, wenn ihr hier euch hier die Steinwand aufhackt und probiert Anja-Kiesel zu farmen, weil könnt so eine Ader dann leider noch nicht bauen. Nur so als kleine Background-Info. So, wir bauen jetzt hier auch wirklich jede einzelne Ader ab, sei es Silber, Gold, Kupfer. Silber und Gold bringen leider nicht ganz so viel im Auktionshaus. Eigentlich lohnt sich das kaum noch, diese Adern abzubauen, aber nur weil die Höhle später leer ist, heißt es nicht, dass sie nachher leer bleibt. Und zwar nach einer gewissen Zeit regenerieren sich alle Adern und desto mehr ihr abbaut, zumindest habe ich immer das Gefühl, kriegt ihr mehr Anja-Adern nach einer Zeit. Das heißt, baut ihr hier wirklich jede Ader ab, kommen so in 20, 30 Minuten wieder neue Adern und dann werden es immer mehr Anja-Adern nach einer Weile. Und dieser Prozess geht so lange, bis die Höhle schließt. Ich glaube, 4 Stunden, 8 Stunden, irgendwie so. Also sie bleibt jetzt eine Weile offen. Und dann schließt sie wieder und bis dahin droppen immer wieder Anja-Adern und ihr könnt alle hier looten. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt die nötigen Arbeitspunkte. So,
Das hier wird es jetzt erstmal für uns gewesen sein und wir werden uns mal zurück in unsere Hütte begeben. Und ich werde euch zeigen, wie wir diese Adern jetzt weiter verarbeiten können. Aufgezeichnete Orte, nach Hause, in die Halbinsel Solzried und Weltenportal öffnen. Wie gesagt, es kostet wieder 3 Jenseitssteine. Jenseitssteine sind ja auch ein etwas teureres Material hier, beziehungsweise könnt ihr euch natürlich selber herstellen oder auch im Auktionshaus kaufen, wenn ihr das nötige Kleingeld dafür habt. Und da sind wir wieder. Ist das nicht herrlich in unsere eigene wundervolle Butze? Es rendert hier noch alles ein bisschen und die ganzen Texturen laden, aber wir wissen schon ungefähr, wo wir sind. So, jetzt haben wir es geschafft, eine behagliche Summe von 35 Anja-Kieseln zu looten. Und wichtig sei gesagt, ihr könnt diese Anja-Kiesel nicht in dem normalen Ofen, wo ihr auch Eisen-Ingots oder Sternsplitter-Ingots etc. brennen könnt, verarbeiten. Ihr braucht wirklich einen extra Schmelzofen, den ihr hier in euer Zuhause einrichten müsst, um diese Kiesel weiter zu verarbeiten. Bevor wir das machen, zeige ich euch aber erstmal im Auktionshaus, was uns jetzt diese 35 Kiesel bringen würden. Und zwar 70 Gold. Wenn wir jetzt aber auf die Preise ansehen, auf was sie so in den letzten 7 Tagen verkauft wurde, heutiger Tiefpreis zum Beispiel war bei 2,99. Also ungefähr so. Sagen wir bei 2,66 ist der Durchschnitt. 2,66 pro Kiesel könnt ihr eigentlich schon so im Schnitt erwarten, außer der Preis wird gerade halt runtergedrückt, weil irgendjemand den unter Wert verkauft. Jetzt können wir diese hier verarbeiten. Es sei auch wieder gesagt, es ist eine teure Angelegenheit. Es kostet, wie gesagt, 40 Arbeit, 3 Kiesel zu brennen zu einem Barren. Aber wir haben ja die Arbeit, also von daher legen wir los. Ja, dieser Prozess dauert natürlich auch wieder ein bisschen. Aber es lohnt sich, wenn man die Arbeit sowieso ausgeben möchte und ein bisschen Gold sammeln will, dann bringt es schon gleich einen deutlich höheren Preis im Auktionshaus. Man müsste sich das natürlich prozentual ausrechnen, aber ich zumindest brenne die Steine immer, weil ich habe auch das Gefühl, als ob sie dann schneller verkauft werden. Aber gut, es kommt halt Angebot und Nachfrage, es kommt halt immer darauf an, wer sich die Steine holt und ob er lieber mehr Gold ausgibt, weil er Gold hat, oder lieber mehr Arbeit ausgibt, weil er halt Arbeit zur Verfügung hat und Gold nicht, um sich die selber zu brennen. Na, das ist halt immer die Frage. So, nun haben wir diese 11 Steine fertig gebrannt und nun werden wir doch mal schauen, was es uns letztendlich bringt. 11 Steine haben wir hier. Ah, ich weiß, mein Inventar ist ziemlich voll, aber ich muss da wohl mal ausmisten. Langsam. Auktion. So, jetzt hauen wir die 11 rein und schon sind es 154 Gold bei einem Stückpreis von 14 Gold. Wir können auch mal hier auf den Durchschnitt gucken und der Durchschnitt sagt, ja, 13, 14 ist schon okay. Also das heißt, wenn es euch die Arbeit wert ist, wie gesagt, könnt ihr die investieren. So, das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.